Hallo ihr Lieben, jetzt gibt es einen kleinen Haul von mir von den letzten 2 Wochen, glaube ich. Ein, 2 Wochen ist jetzt auch wieder viel angesammelt, aber heute ich gar nicht mehr so viel kaufen. Aber immer wieder, wenn ich nach DM oder Rossmann gehe für meinen Kleinen, ja, dann kommen LEs dazu oder Angebote und dann sammelt sich gern mal was an. Ja, deswegen zeige ich euch das jetzt. Ich fange an mit. Was fange ich denn an? DM. Genau, da habe ich, weil ich meine Fußnägel härten muss, weil die so dünn sind, abbrechen, habe ich mir zwei von P2 geholt. Hand and Nails. Einmal ein Calciumgel, stärkt und regeneriert. Genau, das ist einmal das hier, das ist so grünlich angehaucht. Ja, wollte ich einfach mal ausprobieren. Hier steht drauf: Calciumaufbaukur für brüchige, empfindliche Nägel. Schützt die Nagelspitze vor dem Absplittern. Auch als Unterlack geeignet. Als Kur zweimal wöchentlich anwenden. Und der andere ist von P2 Intensiv nee, nicht her. Nail Hardener. Auf jeden Fall Nagelhärter. Stärkt und härtet intensiv Glanzfinish. Intensive Härtung 2+. Steht drauf, intensiver Nagelhärter mit Multivitaminkomplex für eine spürbare Festigung und Härtung dünner und brüchiger Nägel mit glänzendem Finish. Einen Monat lang einmal wöchentlich auf die Nägel auftragen. Kuranwendung nach 4 Wochen. Pause bei Bedarf wiederholen. Enthält Formaldehyd, die Nagelhaut mit einem Fettkörper schützen. So. So schaut's aus. Ist so ein bisschen rötlich angehaucht. Genau. Ja. Werde ich mal ausprobieren. Momentan benutze ich ja den noch in der Glossy Box. Und danach werde ich die mal benutzen. Mal gucken, was das so bringt. Ne? Dann habe ich. Ja, genau. Das war auch Rossmann. Das ist immer so, wenn man so oft geht und man nur zwei Sachen mitnimmt und oh, komm mal durcheinander. Ja, ich fange auch jetzt mal auch weiter mit der Essence Like an Unforgettable Kiss Serie weiter. Und zwar habe ich mir da einmal einen Blush mitgenommen, weil er einfach so süß aussieht. Ich glaube, den hält jeder in die Kamera. Aber ja, ich finde es einfach toll. Das ist der 01 Nothing But Love Stoned. Genau. Ja, das ist der, der mehr ins Orange, nicht Orange, ja. Peachige geht, würde ich sagen. Die andere war mehr pinkig. Jetzt swatche ich jetzt allerdings nicht, weil ich den einfach nur haben wollte, weil er so süß ausschaut. Weil der ja auch nicht so gut pigmentiert sein soll. Und warum soll ich den jetzt reindutschen? Deswegen. Dann habe ich mir auch zwei Lidschatten mitgenommen. Auch weil die einfach so eine schöne Prägung haben. Das ist einmal die 03 Cloud Number 9. Nein, keine Ahnung. Es hat halt so einen schönen Kussmund. Finde ich halt voll schön. Schönes Lila. Das wollte ich jetzt auch nicht, weil, ne? Gekauft einfach nur, um erstmal es schön zu finden. Ich hoffe, ich kann mich irgendwann überwinden, die zu benutzen. Das ist der grüne. Das ist die 01 Always On My Mind. Mint. Cool. Ja, den blauen habe ich nicht mitgenommen, weil den werde ich auf jeden Fall nicht benutzen. Ich bin ja kein Blau-Fan. Ich trage ja grün, lila, braun, ne? Dann habe ich mir noch mitgenommen das Parfüm natürlich, weil das roch. Genau, was ich halt gerne mag. Gibt es auch keine Bezeichnung zu. Ja, ist halt, ne? Ein Parfüm. 30 Milliliter, glaube ich. Ne, 10 Milliliter. Ich habe drücke übertrieben. Und dann habe ich mir auch noch den Lipsmoucher mitgenommen. Genau. 01 Keep Calm and Kiss Me. Ja, das war so eine LE, wo ich nicht Nein sagen konnte, leider. Dann habe ich mir noch mitgenommen Lovely Mint Story, den kleinen. Das sieht auch wieder so grün aus. Oh, ich glaube, ihr wisst, wie es nochmal aussieht, ne? Also grün und türkis kommt in der Kamera gar nicht zur Geltung. Die anderen Farben sind okay, aber türkis, das sieht aus wie grün. Das ist viel dunkler. Naja, gut. Aber ich finde es auf jeden Fall super Duft. Benutze ich jetzt aber noch nicht, weil es soll ja, Mint ist ja meistens kühlend. Und da warte ich drauf, dass es halt Sommer wird. Und dann benutze ich das, ja. Ich habe ja noch so viel Duschgel. Dann habe ich mir auch noch mitgenommen. Da gibt es ja so momentan so ein paar Sachen zum Valentinstag. Und da war auch so ein Dekorationsklebeband bei. Mit so Herzchen. Könnt ihr das sehen? Ja, kann man sehen,
Also herziehen, ja, und ich bin ja für meinen Filofax immer auf der Suche für was Neues. Ich musste es mit, da steht sogar noch der Preis drauf. 1,45. Ja, voll cool. Musste mit, direkt verliebt, direkt mitgenommen. Dann habe ich mir gestern, glaube ich, ist das eins der neuesten Sachen, die ich mir mitgenommen habe, aus den zwei LEs. Einmal von Essence, was auch im Standardsortiment dann übergehen soll. Ist die 02 Porcelain Doll. Ja, ist halt so ein Nude-Lippenstift. Genau, ich kann ja mal versuchen zu swatchen, wie die Kamera ist. Also es ist nicht der hell, das ist der mittelste Ton von den fünf, die da hatten. Weil so ganz hell, dann sieht es ja aus wie der Tod. Also, nee, danke. Deswegen, den fand ich ganz schön. Und dann habe ich mir von der Catrice LE Limited Edition Rococo Kabuki Brush mitgenommen. Ja, ich musste mich, oder ich wollte mir nicht so viel mitnehmen, weil, man hat, oder Frau hat genug, schminkt sich nur ein, zwei, drei Mal die Woche richtig doll, so wie heute. Und, ja, dann ist das halt irgendwie Verschwendung. Gerade Catrice ist ja auch nicht gerade preiswert. Der hier allein hat schon 5 Euro gekostet. Also echt ein Hammer an Tüten für einen Kabuki. Ja gut, deswegen, und Eyeshadow, das hat mich jetzt alles nicht so wahnsinnig angesprochen. Deswegen habe ich es einfach gelassen und mir nur den Kabuki mitgenommen, genau. Ja, den muss ich erstmal waschen und dann werde ich den auch noch benutzen. Das war die M, glaube ich, ja. Mal gucken. Dann habe ich noch, war ich einmal bei Lidl, nein, Aldi, nein, Lidl. Aldi bin ich öfter, Lidl selten. Da habe ich mir meine geliebte Repair-Intensivkur geholt, weil ich die einfach sehr, sehr gut finde und ich wirklich das Gefühl habe, das hilft meinen Haaren. Deswegen habe ich mir das einfach nochmal neu geholt. 1,79 glaube ich hat das gekostet. Und dann waren wir auch einmal bei Obi gewesen. Ja, und dann muss die Frau natürlich mal einmal in die Bastelabteilung gehen und hat natürlich Washi-Tape gefunden. So schaut es aus. Genau, einmal so türkis, das sieht ein bisschen grün, das ist nochmal eigentlich wieder ein bisschen dunkler. Das nervt mich schon. Mit Blümchen, dann einmal so ein pinkes mit Blümchen, dann ein ganz dünnes, gestreiftes und nochmal ein grünes mit roten oder rosa Blümchen. Fand ich ganz gut, war allerdings auch recht teuer, 5,99 glaube ich, ja. Aber ich habe mich verliebt und dann musste es mit, ne Mäuschen? Ja, ich habe sogar Fotos von ihm, wo er stolz das Washi-Tape zur Kasse dreht. Einfach nur süß, der Kleine. So. Dann kommen wir zu Rossmann, würde ich sagen. Genau. Da war ich ein paar Mal, dreimal so circa. Und es hat sich so ein bisschen was angesammelt. Ich zeige euch erstmal das, was ich glaube ich schon länger habe. Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Egal, ich mache es einfach mal. Auf jeden Fall finde ich die Spülung von Isana für Furo Locken echt gut. Das werdet ihr auch nochmal in Top und Flops sehen. Da werde ich euch das auch nochmal zeigen und was mehr zu sagen. Denn das finde ich echt Bombe. Habe ich mir jetzt nachgekauft. Ja, mehr in meinen Top und Flops dazu. Dann habe ich mir einfach mal zwei Masken geholt. Einmal die Peel-Off-Maske, das hatte ich gesehen bei der lieben Plus-Eye Beauty. Die schwört auf die Dinger. Und gut, deswegen teste ich das auch mal aus, sehr gerne. Ist auch so zum Abziehen, finde ich ganz praktisch, mag ich sehr gerne. Muss nicht immer zum Abspülen sein. Und dann habe ich mir einmal von Garnier Hautklar Anti-Pickel Thermomaske geholt. Ich hatte noch nie so eine Thermomaske. Deswegen gerne mal testen. Und für reinigt die Poren sofort und tiefenwirksam. Deswegen, das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Hatte ich von Garnier noch nie eine Maske. So, dann habe ich mir ja den Blistex geholt. Ne, der ist ja schon hautnah in Benutzung. Wo ist er denn? Hier ist er. Da ist er. Verschluckt. Mäuschen, alles gut? Mache ich mir auch direkt nochmal was drauf. Weil meine Lippen, wie ihr sehen könnt, immer noch nicht in Schuss sind, aber schon wesentlich besser, dass ich für euch ein Video drehen kann. Alles gut? Verschluckt hast du dich, ne? An deine eigenen Spucke. Tja. So, dann habe ich mir das hier geholt. Das war aber von DM, meine ich. Ja, das habe ich mir in DM geholt. Das ist von P2, das Nearly Nude Make-up. Ich habe das in 010, was gut zu meinem Hautton passt. Jetzt habe ich mir die 040 geholt, was wesentlich dunkler ist. Weil ich bei meinem Kosmetikkurs gelernt habe, dass man mit dunkler Foundation gut, grundieren kann, sich eine Kontur schaffen kann. Deswegen probiere ich das gerne mal aus damit und bin noch am Üben.
Aber ich wollte einfach ein dunkleres da haben und immer mit Bronzer mischen und so. Das ist mir zu viel Sauerei. Deswegen habe ich mir einfach einen dunkleren geholt. Dann habe ich mir, weil die letzte Woche oder so Kerzen im Angebot hatten, runtergesetzt oder preiswerter, habe ich mir eine Eulenkerze geholt, wie ihr sehen könnt. Allerdings habe ich diesen leider den Kassenbon alles nicht mehr. Ich bewahre die gar nicht mehr auf. Tut mir leid, aber es geht irgendwie immer unter. Jedenfalls eine schöne Kerze. Um die 1,50 hat sie gekostet. Dann habe ich mir noch eine kleine Kerze geholt. Ach, die riecht so lecker. Ich weiß gar nicht, steht nicht drauf, wonach. Auf jeden Fall riecht die richtig lecker. Und so ein schönes dunkles Lila. Gefällt mir richtig gut. Ach, richtig, richtig lecker. Ich hoffe, das frischt auch den Raum und nicht nur jetzt so ein bisschen meine Nase. Dann habe ich mir, das habe ich bei der lieben Natural Beauty, Beautiful is Natural, gesehen. Ich konnte nicht abwarten auf die Review von ihr. Habe mir den schon geholt, den Augen-Make-Up-Entferner. Augen-Make-Up-Entferner 2 in 1, waterproof. Reinigt intensiv und pflegt die Wimpern. Ja, musste ich mir dann doch holen. Schaut da aus, sind halt wie gesagt 2 Phasen. Oben lila ölmäßiges und unten halt das andere. Und das mischt man dann halt so, dass das ein schönes, helles Lila ergibt. Ja, ich finde es auf jeden Fall ein Versuch wert. Es war auch nicht wirklich billig. Ich weiß nicht mehr, 3-4 Euro, 3. Um den Dreh. Dann habe ich mir, weil ich momentan auf den Wellness and Beauty Trip bin, was mitgenommen. Conditioner mit Samten, Mandelmilch und Bambusextrakt. Aber auch nur, weil es wohl aus dem Sortiment geht. Und dann hat es statt 3 irgendwas nur noch 1,70 gekostet. Dann musste ich es doch mitnehmen, oder? Ich glaube, dann kann man nicht Nein sagen. Ich habe ja das Shampoo noch nicht in Benutzung, weil ich momentan Nass-Shampoo benutze. Aber, hoppala, ups, da schieße ich euch schon fast weg. Ja, dachte ich, dann kann das nicht schaden. Nimmst es auch mit für 1,70. Handcreme ist auch noch im Angebot da gewesen, geht wohl aus. Sortiment für 1,40 kann es sein. Oh, da hat es geklingelt. Postbote. Ja, da drücken schon andere auf. Ja, wie gesagt, das ist im Angebot, das musste ich mir dann doch holen. Dann habe ich noch süße Sticker entdeckt für mein Philo. Und zwar habe ich noch gar keine Frösche. Und jetzt habe ich Frösche. Finde ich cool. Für 99 Cent steht da oben noch. Habe ich mir die doch glatt mal mitgenommen. Genau. Ja, was habe ich denn noch mitgenommen? Genau, dann habe ich noch ein paar runtergesetzte Sachen gefunden. Und zwar einmal den Essence Long Lasting Eye Pencil. Wo steht denn hier die Nummer? 18 Berry Mary. Genau. 95 Cent, so ein roter. Ich kann den mal versuchen zu swatchen. Mal hier hin. So ein dunkelrot, braun. Ja, kann man ganz gut sehen, glaube ich. Fand ich ganz gut für 95 Cent. Dachte ich, jo, nimmst du dir mit. Dann habe ich mir noch einen Blush mitgenommen für 95 Cent, der auch das Sortiment wohl verlässt. 60 Life is a Cherry. Na, geh auf. Oh Gott, der sieht ein bisschen pinker aus in der Kamera, als er ist. Der ist eher so, ja, rötlicher als so pink. Aber es ist fast identisch, nur fast. Genau, den swatch ich jetzt auch nicht, weil Blushes kaufe ich mir zwar gern, aber benutzen ist so eine Sache. Weil ich mich gern überblasche. Dann habe ich mir noch mitgenommen, weil ich das echt interessant finde von Essence. Das kann, habe ich vorher nie gesehen. Das ist der von Essence, weiß ich gar nicht, steht da denn drauf? Wie heißt der denn? Da steht genau das Preisschild drauf. Mir hat er 1,65 gekostet. Ist irgendwas Curly, Girly, Volumen und Curly Mascara. Man soll da wohl irgendwie hier drehen beim. Dabei sieht das Bürstchen ganz normal aus. Finde ich jetzt nicht irgendwie sensationell. Und man soll dann, während man sich die Mascara aufschmiert, soll man halt hier drehen. Kennt ihr das? Würde mich interessieren, ob es einer von euch schon getestet hat. Und ich dachte, bevor es aufs Sortiment geht, nimmst du mal mit und probierst es mal aus. Warum nicht? Und dann habe ich mir noch, davon wollte ich mir eigentlich nichts mehr holen, von der Mountain Calling LE von Essence, aber die Palette war für 1,95 runtergesetzt. Dann musste ich es doch mitnehmen. Ja, ihr kennt es bestimmt noch alle. So schaut es aus. No? Dieses Pappfigürchen mit den 6 Lidschatten. Ja. Musste dann doch mit. Dann habe ich mir ja, für meinen Filofax den Pilot von Pilot Friction Light
Das sind, ich kenne ja die normalen Fiction, die kann man wegradieren, aber das sind ja in Rot, in Rosa und in Gelb so Markierer, wie man da auf der Beschreibung sehen kann. Moment, wo ist es denn? Da? Nein, da. Kann man da so markieren, Textmarker. Und wenn man irgendwie meint, nee, es muss nicht mehr gemacht, unterstrichen sein oder auch hervorgehoben, dann kann man es wegradieren. Fand ich echt cool, kannte ich noch gar nicht. Für 3,99 habe ich gedacht, muss ich die mitnehmen. Muss ich die mitnehmen. Genau, und dann das letzte von Rossmann. Ist einmal von der Revaliloop Young Edition, also Limited Edition, Pocket Me, der Lipgloss an einem Schlüsselbund. Oder kann man einem Schlüsselbund dran machen. Finde ich cool, musste ich auch mitnehmen. Ja. Da gab es auch noch Mascara und hast nicht gesehen, kleiner, aber da habe ich genug in groß, was soll ich mir das holen? Klar, wir haben genug Lipgloss, aber nicht, was man an einen in den Schlüssel machen kann. 01 Kyo Gloss heißt es übrigens. Ja. Genau, dann habe ich noch was von Teddy, da habe ich mir einfach nur so billige Teelichter mitgenommen, ganz einfach, weil ich mir jetzt bald einen Tartburner oder wie die Dinger heißen bestellen möchte, weil ich mal Yankee Candle Tarts ausprobieren möchte. Und dann habe ich mir vorgenommen, bald so einen zu bestellen, aber irgendwie sehe ich nicht ein, 10 Euro dafür zu bezahlen. Aber gut, schauen wir mal, vielleicht finde ich auch noch irgendwo einen, oder meine Eltern finden im Keller noch einen Teil. Weil die hatten das früher auch mal. Naja, schauen wir mal. So, dann noch von Kik. Da habe ich mir einmal, ja, sieht jetzt zwar beschissen aus, aber einmal Weihnachts, wie heißt das denn nochmal? Geschenkpapier mitgenommen. Gut, das werde ich jetzt nicht verwenden, aber es hat 10 Cent gekostet. Da konnte ich nicht nein sagen. Das können wir ja wohl bis Ende des Jahres aufbewahren. Dann habe ich schon mal ein Geschenkpapier für 10 Cent. Also ich finde es praktisch. Und preiswert vor allem. So, genau. Dann habe ich da noch was in mein Pfeil mitgenommen und nochmal so preiswertes Klebeband. Könnt ihr das sehen? So, genau. Ja, Punkte, Sterne, Blümchen, so ein bisschen. Hat 59 Cent gekostet. Da konnte ich nicht nein sagen. Dann habe ich mir nochmal einen Stempel mitgenommen für 1 Euro. Da, ja, Moment, da seht ihr die. Wenn das nicht blendet, seht ihr da die Figuren, ein Affe, ein Schaf, Elefant und ein Frosch. Genau. Und dann habe ich für meinen Sohn immer noch was mitgenommen. Einmal ein T-Shirt oder ein Langarm-Shirt. Wie ihr sehen könnt, hier so Geisterbahn drauf. Oder so Geister City Ghost steht da drauf. Das war auf 2,99 reduziert von 4,99. Und das fand ich ganz gut. Da passt er jetzt auch bald schon rein. Deswegen musste das auch mit. Und weil er anfängt ein bisschen zu laufen und an der Hand zu gehen, habe ich ihm auch nochmal Socken mitgenommen mit so Nöppelskis unten drunter. Einmal, ja, so mit so einem Fuchs drauf. Und hier ist dann nochmal so ein Nashorn, glaube ich, soll das darstellen. Ja, und der in der Mitte, der hat nichts, der ist nur so gestreift. Für 1,99 und dann noch teurere, die sind aber auch ein bisschen dicker und größer schon. Auch mit Nöppekes unten drunter. Ja, einmal so und einmal nur so nochmal gestreift. Haben mich 3,49 gekostet, genau. Ja. Das war's mit meinem Haul. Es sind auch schon wieder fast 20 Minuten geworden. Puh, ja, ich kaufe immer gerne. Jetzt kann ich es endlich wegräumen und auch testen und benutzen. Ja, ich hoffe, ihr hättet trotzdem Spaß, auch wenn ich schon zu oft Holz mache. Ich versuche mich echt runterzuschrauben. Aber naja, ich kaufe halt gerne, leider. Aber wer kennt das nicht? Vor allem wird man auch schnell angefixt. Naja, genug geschbrabbelt. Bis bald. Ciao.